Schöne Stimme. Kurz mal Scharan rasieren. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Beziehungsweise guten Morgen aus der Nähe von dem wunderschönen Bamberg. Wie hast du geschlafen, René? Ja, eigentlich ganz gut. Du? Ganz gut, ne? Hier so ein bisschen ländlicher. Und jetzt geht's auch direkt los. Wir besuchen heute Maximilian von MX Motorsports. Der gute Maxi war ja zusammen mit der Lisa Jasmin bei uns auf dem Trackday mit. Ist absoluter BMW-Fan, hat den ganzen Hof voller BMWs und wird uns heute mal so ein bisschen in die Faszination BMW einführen. Denke ich mal. Oh, ja, wir haben ja ein paar Sachen dabei. Kann interessant werden. Wir haben natürlich die Wagen mit, weil mir wurde geflüstert, dass wir die ganze Modellreihe querbeet haben. E36, E46, E92. Ich muss ganz ehrlich sagen, der eine oder andere BMW war schon wirklich ein Jugendtraum von mir. Allerdings bisher relativ wenig beschäftigt. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass bei uns in Hannover BMW einfach auch nicht so krass vertreten ist. So, also hier in Bayern ist BMW einfach ganz was anderes. Ich vermute mal, Maxi wird das Ähnliche sagen, wenn wir jetzt über einen VW reden würden, weil bei uns Hannover ist halt einfach VW. Ja, deswegen würde ich einfach mal sagen, ihr kriegt jetzt als allererstes einen kleinen Porn und dann geht's los mit jeder Menge geballter BMW-Technik. Es geht los. BMW Neuland, absolut für mich, für die absoluten Anfänger unter euch. E36 M3, E46 M3, E92 M3. Das sind die drei Objekte der Begierde, um die es hier heute bzw. generell bei MX, bei Max geht. Also das sind so die drei Autos, die er am häufigsten macht. Dazu kommen natürlich dann jetzt die neueren Modelle mit Turbolader. Ab F80, also quasi der M3, der nach dem kommt, ist dann tatsächlich mit Turbolader. Das sind alles noch Sauger, aber das soll Max alles erklären. Ich würde sagen, wir gehen erstmal rein, gucken, was er hier eigentlich so macht, gucken uns ein bisschen seine Autos an, die hier rumstehen. Und am Ende gehen wir nochmal explizit auf die einzelnen Modelle ein. Das, denke ich, ist am besten. Da ist er ja. Geht's los, ja? Ich muss ja. Handy weg. Hallo. Da sind wir. Max, guten MX, Tag. Motorsports. Ja. Wir sind hier in der BMW Fachvertragstuning-Werkstatt. Ah, das darf man nicht sagen. Ich glaube, da gibt es Ärger. Nein, Spaß beiseite. Wo fangen wir an? Ich habe grob schon mal erklärt, ursprünglich, nee, wir müssen mit dir als Person anfangen. So, warst du schon mal bei uns auf dem Channel? Nee, glaube nicht. Mm-mm. Gar nicht, ne? Mm-mm. Cool. Jetzt ist es soweit. Erzähl doch mal kurz, warum, was du hier eigentlich machst. So mit ein, zwei Sätzen. MX Motorsports. Okay, also wie lange gibt es die schon? Seit 2000, also offiziell 1.2016. Mhm. Ja, Ende 2015 habe ich mich selbstständig gemacht. Mhm. 5, 6 Jahre, cool. Ja, okay. was mache ich? Also ich würde jetzt auf jeden Fall ungern sagen Max, Tuning. Max muss erstmal ein bisschen warm werden, der ist eigentlich nicht so. Ja, also ich würde jetzt ungern sagen Tuning, weil ich mag den Begriff einfach absolut irgendwie nicht. Eher so Veredelung, viel Technik, Motoren, also hauptsächlich BMW, bisschen Mercedes AMG noch. Aber ja, Instandhaltung. Habe ich gerade AMG gehört? Ja, wir hatten ja selber mal C63 ein paar. Also es ist noch so meine heimliche kleine Liebe so, ja. Und ein RS4 B5, aber wie du weißt, habe ich ja die letzten 10 Jahre keinen bekommen. Und deswegen, aber du bist eigentlich schon durch und durch BMWler. Ja. Also immer wenn ich an BMW denke, muss ich auch irgendwie an dich denken.
Das ist schön. Jetzt muss man erstmal zur Location hier sagen. Für mich ist das, auch wenn du gerade Tuning nicht hören wolltest, so ein typischer Tuning-Betrieb von vor 10 Jahren, als es noch so richtiges Tuning gab. Weißt du, von so, vor 10 Jahren? Ja, nein, also so richtig noch so klassisch mit Empfang, mit Ausstellungsflächen, so wie ich es mir bei mir auch mal gewünscht hatte, mit den Ladenverkäufen, ne? Ja. So, dass jemand reinkommt und sagt, boah, Max, dieser Akrapovic, den hätte ich jetzt gern. Gibt es das heutzutage noch? Nee. Ja, aber also der Durchgangsverkehr, sag ich mal, ist eher selten halt, ne, dass jemand hier reinkommt. Also es kommen natürlich viele Leute aus der Umgebung, aber ich muss ehrlich sagen, Hauptpart der ganzen Kundschaft ist eigentlich europaweit, ne? Auch teilweise Schweden, keine Ahnung was, Schweiz, und die kommen natürlich nicht hierher gefahren und sagen, ey cool, bauen wir es ein und hau ich wieder ab. Also ja, eigentlich halt Termine vorher, Telefon, du kennst es ja selber, ne? Weil auch so Felgen, was hier so alles rumfliegen hast, Downpipes. Also ich muss sagen, ich habe einfach, weil die Teile halt so schön sind, habe ich gedacht, alles was schöner ist, warum soll ich jetzt die Anlage und Fahrwerke und das Zeug oder die Downpipes jetzt einfach im Lager liegen lassen, weißt du, obwohl es ja cool ist zum Angucken. Und ich erkläre den Kunden halt auch immer dann, guck, hier zum Beispiel so, hier siehst du, den Cut hast du drin, und es ist halt einfacher zu sehen. Wenn der dann halt aus Versehen kaputt geht, dann muss man halt was anderes reinmachen. Das Ding habe ich hier schon etliche Male bei dir bei Instagram immer gesehen, ne? Ja, eher seltener. Eigentlich ist es eher so ein Auslaufmodell von, ja, Kurbelwellensicherung, ne? Kommt BMW, das Problem, dass die Schraube auf der Kurbelwelle sich mittig löst. Deswegen wird diese Art Sicherung drauf gesteckt. Ja, aber ist eigentlich... Schraube wahrscheinlich, ne? Und wird dann außen mit dem Schwingungsdämpfer einmal gesichert mit den Schrauben, ne? Ja, ist aber nicht sicher danach. Ist nur... ja, ist wirklich so. Das Einzige, was das verhindert, dass die Schraube nicht rausfällt. Ja, aber okay. Mehr nicht. Aber lockern kann es trotzdem. Okay. Also sie kann sich ja theoretisch nicht mehr losdrehen. Das geht zumindest nicht. Weil sie ist ja... Nee, aber du hast ja auch Material. Du bist ja so Hardcore-Freak in der ganzen Sache. Manchmal setzt sich auch etwas. Mhm. Oder aus Versehen ist dann Software-Tuning drauf und der Motor hat halt mehr Leistung als das, was die Serie macht. Und dann ist halt es immer noch nicht ausreichend, was da an Zug drauf ist. Und deswegen gibt es dann Crank-Up-Fix, das habe ich auch in meinem Video mal gezeigt oder manche andere auch, indem du einfach, das Ding brauchst du gar nicht mehr, sondern du tauscht diese kompletten Zahnräder aus, also Mitnehmerscheibe, Ölpumpe und Mitnehmerritzel für Steuerkette. Mhm. Und das ist ein Teil. Und das ist eigentlich die Variante, die hält. Das hier ist halt, dass die Schraube nicht rausfällt, aber nicht bulletproof, wie man sagen würde. Ja. Verstehe, also das ist die Software-Version, die man einfach erstmal von vorne draufschreibt, schraubt. Du empfiehlst aber eher die Version, alles zerlegen und gleich von innen festmachen. Ja, ja, ja. So, nee, weil ich wollte auf folgenden Punkt hinaus. Ich laufe dir hinterher. Ja, danke. Du führst mich mal durch den Laden. Schön, dass du hier bist. Ich bin übrigens auch das erste Mal hier. Ausstellungsfläche, deswegen bewundere ich das auch immer. Du weißt ja, du könntest ja mittlerweile auch mit der Fläche eigentlich was anderes machen. So, weil es ist ja eigentlich keine Ausstellungsfläche mehr, oder? Nee, dieses Thema Laufkundschaft, finde ich, ist seit diesem Internetzeitalter, Instagram, YouTube und so weiter, so wenig geworden, dass ich einfach glaube, derjenige, der hinkommt, gleich gezielt sagt, du, ich hätte gern das und das und das. Ja. Und der braucht sich gar nicht mehr irgendwelche Felgen irgendwas angucken. Ne? Also wie du schon sagst, die meisten, die wissen eh schon, was sie wollen. Bis auf Feinheiten, wenn es zum Beispiel an sowas wie eine Kurbelwellensicherung gibt. Deswegen liegt es da und ich berate halt. Ne? Aber ja, klar, alle anderen sagen, ich will ein V3 Plus und die Felgen und fertig. Ne? Also so ist es eigentlich. Und warum das hier ein bisschen ausschaut wie ein Wohnzimmer und hier ein paar Teile da sind, ist, weil wir halt auch ab und zu mal Leute haben, den ganzen Tag bei uns verbringen. Ne? Und, die will ich nicht auf einem Holzstuhl sitzen lassen, sondern die können hier Netflix gucken oder Playstation spielen und haben halt einen warmen Raum mit einem schönen Sofa, wo sie ein bisschen chillen können, ja, und darum geht's. Wir haben eben gerade draußen schon gesehen, E36, E46, E92 waren noch die typischen Sauger M3s. Und E30 M3, aber sehr selten. Genau. Bei den Modellen hat sich, wie ist das so der Kunde, der hierher kommt? Was haben die im Kopf? Weil Instandhaltung. Instandhaltung? Ja. Okay. 90%. Also immer mal performance-technisch natürlich, ne? Rad, Reifen, Fahrwerk, auch ganz wichtig. Und der Rest ist Instandhaltung, gerade E46, E92, M5, V10 Sauger zum Beispiel. Mhm. Pleulager, Warnus, Steuerketten. Ja. Ist das aber bei den BMW-Jungs wirklich so, dass die am Ende auf Performance hinaus sind? Also die würden sich niemals einen Optik-BMW fertig machen, sondern das Ding muss am Ende wirklich immer funktionieren? Nee. Oder kann man nicht so 50, sagen? 50-50. 50-50, okay. Es gibt auch genug E46 auf Luft. Was meiner Meinung nach halt Quatsch ist, weil, also stopp, das ist auch immer schwierig, ne? Aber guck, ein M3 halt, den so umzubauen, dass er im Grunde dann am Ende 8 Grad Sturz hat und irgendwo liegt, ist nicht mein Ding. Machen halt andere, aber deswegen, da hast du die und die. Ne? Also am Ende muss ich sagen, also für mich, wenn die Karre saugeil aussieht, aber nicht fährt, dann bringt mir es ja nichts. Ne? Also für mich ist ja BMW absolutes Neuland. Kann ich jetzt ja sogar zur Sekunde auch sagen, diesen Sonntag
RTL 2 Grip einschalten. Da kommt die Sendung, wo wir die M3s, den M3 gegen einen Golf und einen Audi getestet haben. Dieser M3 ist auch ein Kunde von Max, Josef. Mhm. Über 1000 PS, F80 Modell. Ich war begeistert vom Auto, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Hey, ich war komplett, hätte niemals gedacht, dass dieser weiße M3 so fährt, wie er da wirklich fährt. Also A, wie er fährt. Und B, wie er funktioniert. Mhm. So, ja, das ist immer das, du hast ja schon immer so deine Bedenken, wir holen uns einen Kumpel mit einer Tuningbude dazu, kann man ja immer so sagen. Und dann ist er immer Helder oder Felder. Ne? Aber muss ich auch sagen, also ich war schon überzeugt oder sicher, dass er hält, aber bei alles über 1000 PS, was er nie. Ne? Ja. Stecke ich nicht drin, wenn jemand den Kolben fertigt, ne, ob das Ding dann nicht platzt oder so. Ne? Weil man darf immer nicht vergessen, rein 6-Zylinder, 3 Liter Hubraum, damit ich nicht zu viel verrate, über 1000 PS auf dem Prüfstand gedrückt in der Sendung. Was ja, also weit über, was ja schon richtig, richtig Leistung ist. Wenn ich mir überlege, wenn man diese Leistung, egal in welchem anderen 6-Zylinder, sei es RS4, sei es als Beispiel ein Supramotor, ja, dann sind das schon alles gebastelte Motoren. Also wir fahren ja nicht Stockblock, aber... Genau, aber es sieht noch relativ seriennah alles aus. Also das hat wirklich geil funktioniert. Und dann das Zusammenspiel mit dem Getriebe war natürlich Weltklasse. Ne? So, allerdings ist das dann die neuere Generation. Nicht mehr Sauger, sondern schon Turbo. Ja. Hat sich das da ein bisschen verändert bei den BMW-Lern? Also sind dann mehr in Richtung, ich muss auf der Autobahn geradeaus schnell sein? Weil für mich ist BMW einfach Nordschleife... Ballern. Ja, natürlich. Also alles, was Turbo anging und die einfachen Leistungssteigerungen, ist es schon so, dass ja natürlich jeder halt Bock drauf hat, dass, weil du mit der Karre halt im Fingerschnipp 600, 700 PS fahren kannst. Ne? Klar, da geht es dann mehr darum, geradeaus schnell zu sein, weil ganz ehrlich, anders geht es ja gar nicht mehr. Selbst wenn du dann Competition-Fahrwerk drin hast mit 700 PS, den M4 fährst du nirgendwo geschmeidig durch die Kurve. Ist halt leider so. Ne? Es ist dann Auto, je mehr Leistung die haben, desto mehr fahren die geradeaus. Weil Heckantrieb, kein Allrad, ja, ist so. Was ist dein Favorite BMW? Puh. Vom Fahren her und von der Optik? E92, E46. Also einen Favorite habe ich nicht, ich habe viele, ich habe E36 und so. Finde ich alle ziemlich geil, aber da so. Kommen wir später noch zu. E92 ist für mich so nicht ganz, aber fast die Vollendung von dem, was ich mir so vorstelle. Und E46 ist einfach nur geil. Und E36 nehme ich halt so zum Ballern, weil er sehr leicht für sich und händig ist. Ja, keine Ahnung, was soll ich jetzt sagen, ne? Am Ende brauchst du einfach alle. Und E30, M3 sieht geil aus. Keine Ahnung, ich... Ja, aber ich glaube, so ein E30, M3, das ist ja für viele wirklich das absolute Wunschauto. Einfach wegen den dicken Backen und so weiter, ne? Er kann nix, genau, aber es ist halt einfach geil. Da wollte ich gerade drauf hinaus. Ich war noch nie in der Lage, so ein Ding zu fahren. Ich glaube aber, im Jahre 2021... einen Vierzylinder in so einer Kiste drin. Ich weiß nicht, ob einen das noch so abholt. Nur das Drumherum, altes Auto, den Krach, den er macht, wenn er zum Beispiel eine Airbox drauf hat oder so. Wenn er jetzt komplett Serie ist, mit schwammigem Fahrwerk, Ballonreifen und der Leistung, die vielleicht noch da ist, ja, schwierig. Aber wenn du halt aussteigst und du läufst dann weg und machst so... Das ist optisch, das, genau. Ja, optisch ist es danach ist echt so, Wenn du ein BMW serienmäßig fahren müsstest, welchen würdest du nehmen? M4 GDS. Also, oder E92 GDS, jetzt kann ich mich auch wieder entscheiden. Aber ich glaube M4 so, ja. Also schon noch eher auch so neuere in der Richtung, ne? Meinst du jetzt als Daily oder was? Nö, generell, wenn man dir ein BMW hinstellen würde und du würdest sagen, der darfst du fahren, muss original bleiben. Wenn ich dir jetzt ein Audi hinstellen würde, den du fahren darfst, original, und du müsstest immer fahren, was würdest du fahren? Kann ich gar nicht so genau sagen. Siehste? Weil, nee, aber ist ja auch nicht schlimm. Bei A bin ich ja noch gar nicht alle gefahren. Ja, ich auch nicht. So, was ich allerdings immer und immer wieder sage, mein früherer Daily, der B7 V8, Schalter. Hast du doch noch, oder? Ja. Das ist so ein Auto für mich, der funktioniert immer. Da kann man nichts dran optimieren, weil der ist einfach schon so perfekt, wie er ist. Ein bisschen tiefer fertig. Und nach bringe ich diesen Spirit auch allen Leuten bei, weil das war früher nicht so ein beliebtes Auto. Und ich kenne mittlerweile so viele Leute, die sich so ein Ding für den Alltag gekauft haben, die wirklich hunderte, tausend Kilometer ohne Probleme. Einzige Problem ist Sprit, muss halt viel reintanken, aber das Ding fährt immer und macht auch immer wieder aufs Neue Spaß, weil er ist nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam. Deswegen kann ich wirklich sagen, und egal wann, egal es ob im Sommer, schwierig. Im Winter, im Regen, funktioniert immer das Ding. Ja, ist schwierig. Also ich kann es jetzt auch degreif auch nicht sagen, aber keine Ahnung, wenn Geld jetzt keine Rolle spielen würde, ja, wahrscheinlich ein M4 GDS. Natürlich ist es nicht praktisch, das Ding ist hart, das Ding ist laut, aber... Ja, klar. Ja, ja, ich würde sagen, führ uns mal in die Werkstatt. Führ uns mal in die Werkstatt. Ja, ist gar nicht bevor so, ich jetzt hier die Führung selber mache. Ist gar nicht so voll, also... In Workshop. Ja. Genau.
Ist jetzt kein Palast, ne? Also, ich bin ja mehr oder minder noch so ein bisschen One-Man-Schrauber und gerade am Vergrößern. Wir bauen ja neue Halle. Mhm. Und jetzt ist gerade auch so, ja, alle neuen Maschinen, die jetzt dazu kamen, ne? Die sind leider jetzt so groß, dass sie keinen Platz mehr in anderen Räumen finden. Deswegen ist jetzt gerade bei uns ein bisschen Land unter und so, aber ja, das ist Werkstatt, zwei Hebebühnen. Aber alles schön sauber, das muss ich auch noch mal kurz sagen, um dich ein bisschen, ja, es geht, bisschen zu loben. Ihr werdet es bei dem Grip-Dreh Sonntagabend sehen. Wir mussten über Nacht bei einem Fahrzeug den Motor ziehen und ihn wieder einbauen. Und ich habe es wirklich unterschätzt, noch zu früh am Morgen heute wieder, wie, auch wenn es jetzt scheiße klingt, gut du schrauben kannst. Und B, wie perfektionistisch du auch bist. Muss ich wirklich sagen, das harmoniert richtig gut. Weil es war vielen wirklich Dank. So, in dieser besagten Sendung, so wie das bei den Tuningkisten immer ist, es läuft nie alles glatt. Auf jeden Fall musste auf einmal geschraubt werden und zack, hatte Max seine Hände da mit drin und hat geschraubt. Ne? Also ich muss sagen, fand ich richtig gut. Ich habe nicht in der BMW-Vertragswerkstatt gelernt, sondern bei einem freien Händler, der sehr BMW-bezogen oder BMW-lastig ist. Die ganze Familie ist BMW, deswegen auch so viel BMW, aber Schrauben, also habe ich zum Beispiel in der Ausbildung in allen Autos müssen. Ne? Ja, auch ja. Mondeo, Corsa, was ich was, ey, Transit. Ne, aber jeder, der sich das bei Instagram bei dir ein bisschen reinzieht, weil da zeigst du ja richtig schön immer Schritt für Schritt in den Stories, was du eigentlich machst, gerade so Thematik Warnos und so weiter. Schon do it yourself, der Kunde kann es eigentlich bald selber ungefähr, machen. So ungefähr, kann jeder zugucken und selber machen. Nein, man sieht ja schon an, wie man Werkzeug positioniert, wie man die Teile sauber macht und so weiter. Ne? So. Also das mache ich nicht für Instagram, ich mache es nur... Generell, immer. Mit, ja, aber ja, hier zum Beispiel, ich habe jetzt hier nichts vorbereitet und es liegt auch ungefähr so auf dem Werkzeugkasten halt. Ne? Ich hasse das, wenn der Werkzeugkasten voll ist mit Metall. Scheiße und Müll und keine Ahnung, also ja, es muss schon irgendwie so. Habe ich auch eigentlich von keinem gelernt, muss ich ehrlich sagen. Ja, Exzenterwelle für Hubverstellung. Ich wollte gerade fragen, ob das von dem Motor die eigentliche Nockenwelle ist. Ist es nicht, sondern nee, ist es nur eine Verstellwelle? Die dritte Nockenwelle ist es ja, ist eine Exzenterwelle, die durch den Elektromotor ja, einen Hub verstellt auf der Einlassseite. Ah, krass. Und das sind die typischen... Hochdruckinjektoren, ja. N55, neue Generation, ja. Was macht man mit denen, wenn du die jetzt so rausziehst? Kann man die irgendwie reinigen oder... Reinigen tue ich sie auch, neu abdichten, aber die sind jetzt nur draußen, weil halt... Das Teil, weil ich kenne das ja von zerlegt ist und ich leider anders nicht an die Exzenterwelle komme. Ne? Die sitzt dann hier drunter. Das heißt, alles, was davor ist, muss natürlich raus. Und deswegen, ja. Also ich bin gespannt, was uns noch so im Laufe dieser Videos erwartet, weil Max erzählt immer, BMW-Schrauben wäre das Einfachste der Welt. Das Ding wenn, ist halt wenn auch ich da jetzt so drauf gucke, sehe ich alles andere als das Einfachste der Welt, aber... Ich glaube, das ist wie in allen anderen tausend Sachen auch, wenn ich so ein 2.7er Biturbo mir da hinstelle, dann mache ich auch erstmal so, ja, und du sagst halt, oder machst die Augen zu und fängst an zu schrauben und so ist es bei mir halt auch. Wenn du so Steckenpferdmotoren hast, ne, dann... Aber krass dünne Steuerkette. Ich sag dazu nichts. Funktioniert die? Weil als Beispiel, VW hat ja nicht so viele Steuerkettenmotoren oder VW Audi. Die haben ja schon relativ viel Zahnriemen gemacht, aber als Beispiel R32 V6 war ja mit Steuerkette. Ja. Und das ist ja wirklich so eine Kette dann. Das ist eine Duplexkette sogar. Ja, Duplexkette. Ja. Duplexketten gibt es bei BMW eigentlich nur bei M-Motoren und hier halt so. Und ist halt eine Fahrradkette. Ne? Wo du gerade sagst, M-Motoren, ist das bei BMW so ein Riesenunterschied, ob es ein normaler Motor ein M-Motor ist? Also ist das wirklich so, dass die da... Musst du jetzt überlegen, welche Baureihe, ne? Okay. Aber ja. Schon. Ja. Optisch nicht und vielleicht von der wie hört sich's an, S55, N55, aber die Innereien, ja, sind mal grundlegend anders. Hochwertig natürlich, ja, hochwertiger als AG-Modelle. Aber da... Das heißt, warum ist der jetzt zerlegt? Weil der Probleme hat mit der Exzenterwelle. Die ist eingelaufen, also der Motor und die Welle laufen quasi in so einem, siehst du hier, so ein Kranz dran einfach. Ne? Mhm. Und das Problem ist, dass es einfach nicht sauber gelöst wurde und diese Welle extrem einläuft, genauso wie die Schnecke hier. Mhm. Und dann hast du nicht mehr die volle Hubverstellung. Logischerweise fehlt dir dann Füllungsgrad. Mhm. Und er merkt es und dann gibt es halt Fehler und Notlauf. Also das heißt, die Verzahnung läuft ein? Gibt es auch noch tausend andere Probleme, aber das ist so das Gröbste, Motor und Welle. Das heißt aber, der fährt wirklich die ganze Zeit hier hin und her, je nach Laststellung vom Motor? Ja, klar. Wenn du halt permanent in der Stadt fährst, dann ist das Ding halt schön am Arbeiten, ne? Ja, okay, aber wenn ich mir überlege,
Das Ding ist, pass auf, also wir machen jetzt kein Technikvideo daraus, ne? Also du guckst dir jetzt mal an, wo der Motor auf und abläuft. Und da musst du dir halt überlegen, ob das so gut ist, wenn er halt nur auf 2 mm von dem Zahn, der eigentlich dreimal so breit ist, läuft, ne? Und da muss ich also... Einmal kurz hier, ich glaube, konnte man das so rumsehen. Siehst du diesen silbernen, die silberne Spur in der Mitte da? Von den Rädern? Hier, guck. Und da bleibt halt der Motor dann hängen, ne? Der misst Stromaufnahme und wenn er halt merkt, okay, er braucht zu viel Strom. Ah, hier ist richtig was rausgebrochen, genau. Oder? Dann bleibt er da hängen und dann gibt es Notlauf, den wohlbekannten Notlauf und dann keine Leistung mehr. Krass. Okay. Genau. Und ist auch beim M4 das heißt, so. Das wäre eigentlich eher was, wenn ich es konstruieren müsste, geht halt manchmal nicht, wäre schon wahrscheinlich cooler, irgendwas mit Öldruck zu machen halt, ne? Was irgendwie über Druck hin und her fährt. Und ach so, nicht über, ja, also. So, weißt du, weil jede Verzahnung, die dauerhaft. Ja, aber da ist halt auch wieder, da brauchst du dann wieder Zusatzölpumpensystem, weil mit deinen 4, 5 Bar, was hier Ölpumpe im Motor macht, kommst du nicht weit, ne? Da brauchst du dann halt wahrscheinlich Vivanos so jenseits der 100 Bar. Aber diese Motoren funktionieren, die gehen nicht kaputt. Doch. Ja, okay. Das funktioniert hier gar nichts. Das ist halt, wie gesagt, also AG-Modell, zum Beispiel jetzt M4. Mhm. Und da ist es so, bei dem System, das ist genau dasselbe Problem bei einem M-Motor als beim AG-Motor. Also ich mache genauso viele Exzenterwellen bei den S55 als wie auch beim N55. Ja. Elektrische Servo. Unterstützung. Nicht voll. Ah. Mhm. Okay, das heißt zusätzlich noch eine normale Servo? Mhm. Gibt es auch, je nachdem, was du halt bestellst, ne, gibt es bei BMW Aktivlenkung und die Lenkung und die Lenkung. Ja. Verstehe. Einen Punkt müssen wir noch kurz klären. Mhm. Gefühlt sieht man bei jeder BMW-Werkstatt ständig Bläulagerwechsel. Mhm. So, kenne ich bei keinem anderen Hersteller. Also, warum ist BMW? Welcher so andere Hersteller dreht halt teilweise bis 9000, 9500 Umdrehungen? Ja, aber so ein Serien, ich sag jetzt mal E46 oder E92, was drehen die? Die also drehen auch eher. Kein M. Nee, doch schon die M. Die M-Modelle, die drehen ja schon 8000. 7,5 bis 8. Genau, das dreht ja als Beispiel mein RS4 B7. Ne? Der dreht serienmäßig auch 8,2. Mhm. Und der hat 400.000 Kilometer im Bläulager gemacht. Werden die anders benutzt? oder woran liegt der, weiß man das, warum diese Bläulager? Weil man sagt ja bei BMW... Was für ein Öl fährst du in dem Motor? Alles. Der hat so viel Öl verbraucht, dass ich da alles ja. reinkippt. Wie viel Leistung hat er? 400 PS. 24. Ja, das ist wie E92 im 3 ja, eigentlich deswegen. So. Und die sind Bläulagermäßig komplett unempfindlich. Deswegen ist die Frage, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, baut ihr dort serienmäßige Lagerschalen wieder ein oder andere? Also ist das Problem die Schale oder generell, dass sie verschleißt? Also das grundlegende Problem ist erstmal das dicke Öl im Kaltstart, was er aber eigentlich ja braucht, wenn du ein M auf der Rennstrecke zum Beispiel bewegst. Und das machst du jetzt eigentlich so mit einem Allrad RS4 nicht so. Und ich glaube, also meine zu wissen, ja, dass schon mal das dicke Öl im Kaltstart eines der grundlegenden Probleme ist, warum Lagerschalen viel verschleißen. Und wenn ich Lagerschalen wechsle, dann muss ich mit einem Kunden einen Kaffee trinken vorher, sagen, wo fährst du denn mit deinem Auto, was machst du denn? Und dann beantworte ich mir die Frage eigentlich selber. Und wenn er sagt, ich bin jedes Wochenende am Hockenheimring, dann sind es halt ACL-Lagerschalen oder irgendwelche Sputter oder sonst irgendwas und halt nicht die AG-Lager. Wenn der sagt, ich will ab und zu mal am Wochenende drauftreten und den Rest fährt die Oma zum Einkaufen, dann sind es einfach AG-Lager. Muss ja auch sehen, dass härtere Lager auch ab und an mal das Problem haben, dass die sich in die Kurbelwelle einarbeiten. Und dann ist es halt so, dann ist meiner Meinung nach, wechsle ich halt lieber alle 50.000 AG-Lager, anstatt ja, nach 70.000, 80.000 in eine Kurbelwelle reinzumachen. Ne? AG-Lager sind für dich Originallager? Ja. Okay. Wegen BMW AG oder wofür soll das AG stehen gerade? Ja, ich sage das halt immer für Original. Okay. OEM, BMW, BMW-Lager, Originallager, ja, okay. Je nachdem. Und bei Zusatz- oder härteren Lagerschalen das kannst du ja kaufen, was du willst. Das heißt, es ist wirklich reine Wartung in dem Moment. Ja. Ja. Das heißt, die Originallager verschleißen dann aber wieder genauso. Es ist jetzt nicht so, dass die ab Werk drin waren, so schlecht sind, nee. sondern einfach dieser Motor diesen Lagerverschleiß hat. Ja. Okay. Weil es ja wirklich bei BMW die Bank weg durch jedes Modell ist. Also ist ja egal, ob 6-Zylinder, 8-Zylinder, 10-Zylinder, wenn er überall die Lager getauscht hat. Sauger. Bei denen hier nicht mehr. Bei Turbomotor nicht mehr, nur noch bei den Saugermotoren. Nee. Ja. Also da gibt es auch Lagerschäden, ja, aber das ist hier kein Auto, wo du sagst, nach 50.000 Bläulager wechseln. Ne? Weil ich habe wirklich noch nie einen VW oder Audi einen Serienmotor zerlegt und die Lagerschalen sahen kacke aus. Ich auch nicht. So 2 Liter oder 1,9 Liter pro Düse. Ja. Wie viel, das heißt, wie oft tauschst du hier so Lager? Wahrscheinlich häufig. Bläulager? Bei verschiedensten Modellen immer. Jeden Tag. Jeden Tag, ja. Und E46 im 3 machen wir in der Woche 3, 4, 5 Stück. Mhm. Jeden Monat mindestens mal 3 V10, M5, M6. E30 im 3, ja, selten bis gar nicht mehr. Ne? E92 im 3 genauso. Und dann immer Motor eingebaut, Ölwanne runter und von unten? Ja, je nachdem. Ne? Ja. Also erstmal natürlich Achse runter, ne? Dann Ölwanne runter, Lenkgetriebe und so weiter.
Alles von unten und dann musste er auch ab und an mal Hauptlagergasse gucken, je nachdem, wie viel er gelaufen hat und dann ab und an musste man einen Kunden nochmal anrufen. Ne? Und nochmal eine Welle bestellen. Ja, was, komm vor. Was würdest du sagen, wie ist so ein Wartungsintervall für sowas? Du würdest alle 60.000 neu machen? Nö. Ja, muss auch mit dem Kunden reden, was macht er denn mit seinem Auto? Ne? Und ja, aber angenommen, du hast so einen Vollgaskandidaten, der nur Trackdays fährt? 40.000 maximal. Mhm. Krass. Es ja, kommt auch wieder darauf an, was für ein Motor. Wenn es jetzt ein S85, S65, V10, V8 ist, ne, E92 oder E16.5, spätestens. Also gut, ja. Aber. Verschleißen immer die oberen Schalen, die untere Schale oder beide Schalen? Ja, es verschleißen beide Schalen, aber mehr die obere natürlich. Ne? Mehr die obere, okay. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, wenn es vielleicht die untere ist, dass es vielleicht doch eher wegen Drehzahl kommt. Aber wenn es die obere ist? Also im Normalfall, wenn das Auto, wie du jetzt, du fährst mal schnell, mal langsam, mal Autobahn, mal 300, mal wieder nur Stadt, dann ist es fast gleich. Aber du siehst dann schon, wer mehr Gas gibt und wer halt nicht. Und je nachdem siehst du es auch in der Lagerschale, ne, wie verschlissen sie ist. Ja. Mhm. Aber meistens ja bei den Leuten, die Gas geben, oben. Ne? Ich überlege schon, ob BMW vielleicht in irgendeinem Lastzustand irgendwie eine Art Zündwinkel fährt, der so schädigend für die Lagerschale oder so ist. Ne? Weil es muss ja irgendeinen Grund, muss das ja haben, warum das bei den Dingern so... Aber okay. Ich weiß nicht, machen wir ein Technikvideo oder wollen wir so ein bisschen chilliger? Wir gucken mal, was hier sonst noch so geht. Ja, was willst du denn sehen? Was kannst du zeigen? Ich hätte noch einen schönen Saugmotor da, um dir das mal näher zu bringen, wenn du den mal sehen willst. Mhm. So auf einem Ständer. Mhm. Mal gucken. Er ist allerdings ja ein bisschen jetzt, ja, hier zum Beispiel halt komplett Revision. Ne? Mhm. Einmal alles. Grundblock, ja. Aber ist jetzt auch nichts groß zu sehen. Lager, Vorsicht, es ist sehr, sehr voll. Nochmal hier. Ja. Hier zum Beispiel hast du jetzt, also hier lagere ich dann quasi schön saubere Motorteile. Ja, CSL-Block, der ist jetzt in dem Fall neu. Ja. Das ist zum Beispiel jetzt typischer M-Sauger-Pleu-Lagerkandidat nach 50.000 bis 80.000 Kilometern. Stopp. E46, mhm. M3, ja. CSL. So, CSL muss man jetzt sagen, das war so der hyper-duper E46. Wie viele gab es davon? Nicht viele. Roundabout 1300. Du hast davon den neuen Motor hier stehen. Und zwei sogar. Der ist anders als beim normalen M3? Etwas. Ja, Nocken und so weiter. Krass, ja. Dass sie selbst damals schon den neuen für gebaut haben. Die Hauptleistung kommen natürlich auch dann Sachen Ansaugung und so. Ne? Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber CSL hat ja die große Carbon-Airbox drin, was ja das normale Modell nicht hat. Also ja. CSL war immer so mein, also wenn BMW, dann war definitiv immer AE46 M3 und CSL. Weil für mich ist es die schönste Heckklappe der Welt, die es gibt. Ja, definitiv. Das muss ich auch sagen. So, weil die Heckklappe hat so einen Buckel drauf. Hier, guck, da liegt einer da oben. Da oben liegt einer, genau. Ja. Können wir so natürlich jetzt schwer zeigen, aber ja, also, ja, naja, okay. Ja, wir blenden das ein, bevor du das jetzt alles da ja, runter hast. Die Heckklappe ist nicht gerade, sondern die Heckklappe hat so einen Buckel drauf. Das, ja, krass. Und was hast du mit so einem Motor vor? Hast du den nur hier für Revisionszwecke da? Verkaufst du dem Kunden oder willst du den wirklich also, einbauen? Irgendwo also bei dir? Ein CSL-Block, der wird für ein Kundenprojekt, kommt in den 30 als Handschalter und ein CSL-Block brauche ich für etwas, was ich mir gekauft habe, was irgendwann im Februar oder März dann kommt und ja, das ist dann so ein bisschen YouTube und so. Ah. Ja. Aber für mich gerade unfassbar, einen niegelnagelneuen ja, für mich auch, CSL-Motor. Weil ich habe... Also generell so neue Motoren sind immer krass, ja. Weil guck mal, der Motor ist ja somit auch 20 Jahre alt, dass der nach 20 Jahren... So, weißt du? Ja, dass du nach 20 Jahren einfach einen nagelneuen Block bekommst. Ne? Ja, aber gibt es die bei BMW noch? Ich glaube jetzt eigentlich nicht, außer du kannst dich auf den Kopf stellen. Ja, irgendwie. Die Kurbelwelle sieht alleine schon krass aus. Die sieht so richtig irgendwie... Also verarbeitungstechnisch und Haltbarkeit war halt damals wirklich echt noch brutal. Ne? Sieht fast DLC-beschichtet aus. Die Kurbelwelle, ja, ne? Weil die so schwarz glänzt, ja, zumindest diese Fläche. Normal sind die halt gesintert, das siehst du ja an der Farbe, wenn die so ein bisschen regenbogenmäßig an... Ist noch original, aber ja, ich will den jetzt auch ungern aufmachen. Der hatte 360 PS original, ne? Ja. Was man ja auch sagen muss, 360 PS für 3,2 Liter ist schon wirklich für Sauger eine gute Literleistung. Ne? Und die gehen auch in allen Lebenslagen gut halt, ne? Untenrum, oben. Streuen die mehr nach oben oder nach unten? Also entweder hat er die Leistung oder minimal nach unten, aber mehr haben die nicht.
Mehr haben die nicht, okay. Ja. Und das ist auch egal, von welchem M-Sauger wir reden. Ich sag mal immer so, die heilige Zahl waren früher immer so 100 PS pro Liter, habe ich schon ein paar Mal gesagt, für einen Sauger. Das heißt, wir wären hier bei 3,2 Liter bei 320 PS. Mhm. Da nochmal on top, was oben drauf, 360. Aber wie gesagt, halt Einzeldrossel und Airbox, ne? Gute Krümmer, die hier übrigens auch an der Ecke stehen. Die Bank 1, einfach. Genau, das ist ein originaler EU-Krümmer, weil der US-M3 hat ja Cuts da vorne drin. Und EU-Krümmer ist das hier, das Original. So, da muss immer noch drauf. Genau, und der war da dran. Auch relativ leicht, ne? Edelstahl, ja. Gut verarbeitet auf jeden Fall. Und nie Probleme. Reißt nicht, macht nichts. CSL und M3, aber gleichen Krümmer. Ja. Also 3-in-1 Rohrführung ist natürlich schon wieder eher so eine Drehzahlrohrführung. Wobei ein Sechszylinder kann man noch ein 3-in-1 zusammenführen, wenn ich mir das gerade so überlege. Ja, außerdem hast du ja eine Doppelvanus, ne? Also ja. Dir mangelt es jetzt nicht irgendwie an Füllung oder so, ne? Lambda-Sonde. Ja. Geil. Okay, ja, cool. Einfach, aber halt geil, ne? Ja. Was? Roman Hubwagen können wir gleich mitnehmen. Ja, können wir machen. So, ich weiß nicht, willst du mal, ich weiß, hast du Bock auf BMW oder? Ja, wenn ich keinen Bock auf BMW hätte, wären wir nicht hier. Ich dachte, du bist hier wegen Kaffee. Ja, wegen dir eigentlich. Aha. Ich mache ja so ein bisschen hobbymäßig, muss ich ehrlich sagen, eigentlich, wobei es auch schon sehr krass ist, was ich da hobbymäßig mache. So ein bisschen Import und so. Ich war dabei, dich zu fragen, ob du vielleicht ein paar andere Modelle noch sehen willst. Oder ich habe auch so ein paar Oldschool-Dinger, Alpinas zum Beispiel. Mhm. Vielleicht, dass wir dir das Thema BMW so ein bisschen näher bringen, ja, weil du bist ja schon sehr VAG-lastig und das ist nicht so gut eigentlich. Ne? Ja, Attacke. Ja, man soll ja immer über den Tellerrand hinaus gucken. Richtig. Nein, ich bin eigentlich wirklich offen für alles. Eigentlich nur deswegen hier, habe ich schon gesagt, wegen Track Day. Und je mehr wir so Kontakt hatten, je mehr hieß es, aus verschiedensten Szenen, der Selim und so ist da ja auch nicht unbeteiligt, wenn Rennstrecke, dann eigentlich BMW. Mhm. So, ne? Außer klar, Konto voll, kannst auch Porsche fahren oder sowas. Ne? Aber ganz ehrlich, wenn du im Hinterkopf hast, ich fahre mal eine 250.000 Euro rum, macht es dann noch Spaß, wirklich Ende zu fahren, als wenn du weißt, das Ding kostet jetzt einen Zehner. Ich meine, das muss man auch Obacht geben, ne, was man sagt. Wenn auf dem Konto dahinter noch 10 Millionen sind, dann sind die 250 auch egal. Aber ja, für unsere du weißt, Zwecke, was ich mein. Für unsere Zwecke glaube ich auch, dass das... Und das ist ja auch eigentlich Community, ne? Ja. Wer davon fährt GT3S? Ich nicht. Und ich werde es auch die nächsten 10 Jahre wahrscheinlich nicht können, ne? Deswegen. Ist diese BMW-Szene groß, Track Day? Mhm. Weil jedes Mal, ich war noch nicht oft an der Nordschleife, wenn ich aber mal nur so durch Zufall da war und ein bisschen geguckt habe, ist gefühlt... Ich wollte gerade sagen, jedes zweite, aber ich glaube, es ist mehr als jedes zweite. Ich will jetzt keine Zahl in den Raum werfen, aber ich würde sagen 80-90%. Krass. Ja. Krass. Das sind die schnellsten Autos leider. So, genau das wollen wir auf jeden Fall erforschen. Okay. Dann zeig mal her die Autos. Gehen wir als erstes in die Tiefgarage. Okay. Sorry. Ging nicht anders. Ein paar Autos am Start hier. Ja. Und Event machst du auch noch nebenbei, oder? Ja, wir haben eine Eventagentur noch. wie sagt man? Erlebnisgastronomie. Nee, Spaß. Machen wir nicht. Das ist ein ausgeadetes Hobby, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ne? Ja. Das ist. Das heißt, du musst einmal grob erklären, warum stehen hier so viele Autos? Ich kaufe die alle in Japan, Punkt, weil in Deutschland nur Rost und Zustand nicht so dem, was mir entspricht. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich total auf dem Kapitel Bieten und Jagen und Bekommen hängen geblieben bin. Und deswegen, es sind nicht alles Japaner, muss ich dazu sagen, ne? Aber das, was jetzt hier so steht, das kam gestern Nacht erst. Ja. Weil ich, also stimme ich dir auf jeden Fall zu, weil ich kenne das noch so von früher. Ja, diese eBay-Auktionen waren schon immer gefährlich. Hast du dir schon mal ein Fernsteuerauto mit 14 oder 13 ersteigern müssen auf eBay damals? Das war schon, kriege ich den für 50, 60 Euro und genauso ist es halt jetzt nur mit größeren. Und dass es ganz oft aber jetzt mittlerweile so ist, dass es eigentlich geboten mehr Geld erzielt als zum Festpreis, weil man halt so in diesen Bietrausch kommt, ne? Richtig. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier in dieser Tiefgarage Autos aus Japan. 4 Stück, genau. Das heißt, sowas hier ist aus Japan. Genau, das ist ein 92. Weiß man, was hier gerade steht? Was das ja, das ist soll? Alles vom Shipping noch. Ne? Also wie gesagt, ich war ja gestern Nacht noch um 12 da und habe die Dinge abgeladen. So wie der jetzt da steht, so kam der. Was heißt das hier? Warum grünes Bettchen? Das wird irgendwas für Spedition oder für das Schiff halt heißen, ne? Ich weiß aber nicht. Aber das heißt, du kaufst diese Autos ungesehen wie aus einem japanischen eBay, wird fast, gesagt. Ja.
Also ich habe einen Kumpel, Kollegen, Freund, wie man es auch nennen mag, da drüben. Der wohnt 5 Kilometer weg von der Auktion. Und wenn ich ein Auto habe, wo ich wirklich sagen muss, es kostet etwas Geld und es ist scheiße, wenn es halt hier steht und Mist ist, dann fährt er dahin, guckt es an und sagt, go oder halt nicht. Das heißt, man kann dort schon in diese Hallen rein und sich die Autos angucken? Nee. Okay. Du musst jemanden kennen. Das ist so. Mhm. Also es gibt ja viele Auktionen, weißt du, das ist immer gekauft wie gesehen und da hat keiner die Möglichkeit, jetzt irgendwie alles in die Hand zu nehmen und so. Ja, ne? Also du kannst, der kann auch nicht mit dem Schlüssel hin und das Ding anmachen. Ne? Also wenn der am Arsch ist, ist der am Arsch. So, aber das steht ja dann eigentlich auch auf der Auktion beschrieben. Also du kriegst jetzt nicht die Katze im Sack. Ne? Aber das heißt, wenn hier so ein paar Gebrauchsspuren dran sind, ist das im Vorfeld schon alles vermerkt auf so einem Datasheet und so weiter? Ja, das muss ich mal auf dem Auctionsheet gucken, ob das vermerkt war. Und wenn nicht, dann ist die Reederei oder die Spedition daran schuld. Und am Ende ist es auch egal, weil du kannst anrufen, wo du willst, es wird keinen interessieren. Ja. Aber ach so, das kann also schon passieren, dass beim Verladen hier mal klar. Doch irgendwie so ein bisschen was kaputt geht. Ja, das ist. Ja. Das gehört dazu, Betriebsrisiko. Musst du damit leben, ja. Mhm. Wenn du original Performance-Teile dran hast, die dann kaputt sind, dann ist halt so. Mhm. Oder wenn man mal ein ganz rares Auto hat, was halt extra besonders ist? Dann ist was anderes, weil das mache ich dann mit dem Container. Oder jetzt aktuell, weißt du wahrscheinlich selber, Containerkrise, Container 20 Millionen Euro. Ne? Dann muss man halt ein Zusatzding buchen, dass dieses Auto alleine gesichert. Lambos kommen ja auch nicht einfach hier rüber auf irgendeinem LKW und weißt du, nachts um 3 irgendwo im Regen aufladen, sondern das funktioniert ein bisschen anders. Ist dann auch je nach Fahrzeugpreis halt. Aber das heißt, solche Autos sind dann wirklich, dass die von irgendwelchen Häfen auf Achse in ein Schiff gefahren werden? Immer auf Achse. Das nennt sich Roro-Schiff, also Roll-on, Roll-off. Ja. Wenn das Auto es nicht erfüllt, dann darf es gar nicht erst verschifft werden. Und wenn der aber Motorschaden hat und nicht angeht, dann schießt er. Dann ist es kein Roro-Auto, dann musst du den Container verschiffen. Dann kostet es 15.000 Euro. Ah, also man kann immerhin davon ausgehen, dass die Autos anspringen und fahren, weil sonst würden sie gar nicht erst auf den Container kommen. So. Ja, und wenn er einen Bläulagerschaden hat, läuft er auch. Und dann fahren die noch mit Bläulagerschaden? Ja, das ist selbstverständlich, ja. Ist denen egal. Ich habe irgendwann mal so eine Doku im Fernsehen gesehen, wo die so Autos mit Matratzen dran haben und die dann so halt drauf drücken. Die schieben da am Tag 50.000 Autos durch. Meinst du, es interessiert den, ob der E92 klackert oder dann eine Öllampe leuchtet? Das Ding läuft da 6 Stunden im Stand, wenn es sein muss. Also, vor allem sind das ja auch alles irgendwelche eingestellten Fahrer dafür, ne? Die da einfach nur... Du machst 8 Stunden das und dann ist es halt so. Ne? Ist egal, ob das ein Aventador ist oder ein Fiat Punto. Ne? Das ist so. Schön stumpf. Und tendenziell, was sagst du aber zu den Autos aus Japan? Gut, also total. Man sieht es immer, wir sind ja bei Instagram angekommen, da zeigst du immer die japanischen Autos, wie krass die sind wirklich. Ja, brutal. Ja. Also wir gehen jetzt mal nicht auf Kratzer und Macken ein, weil das haben deutsche Autos auch. Ja, klar. Aber ja, ich glaube, da brauchst du eine Bühne am Ende. Ja, E92 ist halt jetzt das falsche Beispiel, weil der ist komplett verkleidet und hat Alu-Teile dran, also da siehst du nicht viel. Am meisten ist halt E46, E36, E30, RS4, B5 zum Beispiel, alles was halt Achsträger sind, die aus Stahl sind, nur mit KTL oder so. Kennst du selber, deutscher Winter zweimal, das Ding ist orange, ne? Und das gibt's halt hier nicht, da gibt's kein Salz. Ja. Japan ist aber normalerweise Rechtsverkehr. Ja. Sind aber Linkslenker. Ja, gibt es aber auch als Rechtslenker. Ne? Ich kaufe natürlich nur Linkslenker, weil bringt dir hier nichts, einen Rechtslenker. Ne? Was muss man dann da alles umbauen, dass die hier in Deutschland TÜV bekommen? Scheinwerfer und Nebelschlussleuchte. Die eine, die fehlt, zusätzlich nachrüsten, das war's. Das ist ja nicht viel. Das ist gar nichts. Weil ich weiß noch früher... Japan sind eigentlich EU-Autos. Ne? Früher musste man ja richtig noch so Tacho und volles Programm und so. Ne? Ja, das ist halt, wenn du Autos aus den Staaten hast, dann hast du den ganzen Scheiß halt. Plus diese eklige Optik mit den Sidemarkers und so. Das gibt's ja hier nicht. Das ist ein EU-Auto. Ne? Du machst nur teilweise jetzt zum Beispiel hier bei meinem M6, der hat jetzt LED-Scheinwerfer und die kodierst du um. Das war's. Dann macht er kurz so und dann gibt's TÜV. Weil einfach zu aufwendig, 10.000 verschiedene Scheinwerfer zu bauen, wo ein Scheinwerfer halt 2.000 Euro kostet. Ne? Und ist es auch so, dass die Fahrzeuge aus Japan mit allem, mit Transportzoll und so weiter auch noch viel, viel günstiger sind als hier? Oder ist es einfach nur so, dass du sagst, sie sind vom Zustand her besser? Viel, viel ist übertrieben, aber etwas. Und mir ist der Preis, würde ich mal sagen, jetzt einfach egal. Das heißt nicht, dass ich jetzt 90.000 Euro für einen M3 ausgebe, aber bei mir ist halt im Vordergrund der Zustand. Und da der passt und das Auto noch immer etwas günstiger ist als hier, spielt für mich nichts dagegen und ja. Okay. Genau. Einmal Alpina. Ja, das ist auch ein ganz lustiger Zufall gewesen. Das ist ein neuer Alpina. Der hat jetzt 9000 Kilometer drauf, aber für den E36 ist es einfach neu. Und ich habe den. 9000, erste Hand, Originallack, alles. Das Auto ist original Reifen drauf, original wahrscheinlich die Luft sogar noch drin. ist echt so. Also, eigentlich krass, ne? Wenn du jetzt gerade so sagst, wenn die Originalreifen drauf sind, da die Luft ja logischerweise nicht raus kann. Aber weißt du, was krass ist? Der hat keinen Standplatten und der stand ja nur mit 9000 Kilometer. Aber die sind wahrscheinlich irgendwann so hart gewesen, dass es gar keinen Standplatten mehr gibt wahrscheinlich, ne? Würde ich jetzt mal vermuten. Aber ja, genau.
Und ich stehe halt so ein bisschen insgeheim auch auf Alpina, weil es einfach so ein schönes, so ein Klassikteil ist. Und den habe ich angeboten bekommen und da muss ich nicht mehr überlegen. Ja. Japan oder Deutschland? Nee, ist ein deutsches Auto. Deutsches Auto. Ja. Was halt bei Alpina ist, ist halt so das Dekor von Alpina, ne? Das kennt man halt einfach. Das macht ja aus. Haben sie auch durchgezogen bei allen Autos, so, ne? Konntest du ja abbestellen auch, ne? Ja. Wenn du es nicht wolltest. Es gibt ja auch Alpina ohne Frontspoiler und... Aber in so einem Fall ist die Basis dann eigentlich auch ein M3 gewesen? Nee, die Basis ist ein 325i gewesen. Mhm. Ja. Das heißt, die haben den 325 dann aufgebohrt auf 3 Liter? Damals war es nur so, die haben die neu abgeholt, komplett auseinandergerissen und auf Alpina umgebaut und du konntest ihn dann abholen aus dem Oberallgäu. Ja. E36, gab es den überhaupt als Limo, als M3? Nee. Ja. Doch, gab es. Ja. Facelift-Version ist die E36 und E30 bin ich sowas von raus. Das kriegen wir schon noch hin. Den gab es aber als M3, okay. Ja. Weil E46 dann nicht? Nee, E46 gab es Coupé und Cabrio, E36 gab es Cabrio, Coupé und Limo. Kein Touring und kein Kompakt. Weil E92 in Nachfolge gab es dann ja wieder als Limo. Genau. Aber auch wieder E90 dann. Und E90, E91, E92, E93, genau. Krass, okay. Als Cabrio. Das heißt, wie viel PS hat so ein Ding mehr? Der 250. 250. Die M3s hatten 286. Die 3 Liter. Mhm. Und die 3,2 haben 321. Mhm. Im Facelift dann, wo es auch die Limo wieder gab. Mhm. Ah, okay, verstehe. Ja, genau. Cool. Dahinter das Gegenstück noch, beziehungsweise schräg gegenüber der B10 Alpina. Das ist ein E39. Mhm. Hier bei Lisas E36. Noch. Das ist Lisas Atlantis blauer E36, genau. Auch OEM Plus. Bis auf die Räder ist alles original eigentlich. Ja. Ja. Auch die Farbe war auch original? Mhm, Atlantis Blau Metallic, individual. Krass. Also, die war nicht original, aber das ist eine Originalfarbe. Originalfarbe, Auto, ne? Auto war original Silber, genau. Und hier haben wir einmal nochmal 5er als Alpina. Mein dicken. Ja, Alpina B10, 3,3 Liter, ist auch ein Sechszylinder, weil der V8 in dem Modell ja, dich ab und an vielleicht auch so mal im Stich lässt und da habe ich keinen Bock drauf, zu viel zu schrauben und deswegen. Als Sechszylinder, auch ein Japaner. 160.000 Kilometer drauf, original. Das heißt, den stellst du einfach weg für irgendwann mal oder wie ist der Plan? Nö, eigentlich, muss ich ehrlich sagen, war das für einen Kunden, der dann, nachdem das Auto gekauft war, gesagt hat, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Habe ich halt blau irgendwie einfach die Karre gekauft. Jetzt steht er da. Okay. Aber da es so schön ist, dachte ich mir, naja, okay. Genau. So, und dann haben wir noch einmal Track Tool hier. Halbfertiges Track Tool, ja, genau. Fehlen halt noch die Spiegel und die Schweller und Zierleisten und so, aber ja, fährt schon, ist schon getüft und ja, E36, Basis 328i. Motor ja. Auch 328i geblieben oder gemacht? Alles gemacht, auch mit Einzeldrossel und so weiter, ich kann da gerne mal aufmachen, aber Einzeldrossel ist jetzt derweil raus, weil im heißen Zustand das Problem war, dass die Drosseln sich verklemmt haben. Mhm. Und ich dann quasi nicht unter Volllast, also so ein bisschen Teillastbereich, keine Möglichkeit mehr hatte, das Gaspedal sauber zu bewegen. Und deswegen ist sie jetzt gerade beim Überarbeiten. Und dass ich mit dem Auto nochmal zwischendurch fahren konnte, habe ich jetzt wieder eine Serien M50-Brücke drauf gesteckt, ohne Einzeldrossel. Also gibt es auch auf YouTube 1000 Beiträge. Ne? Und dann halt wieder mit Domstrebe und Einzeldrossel, wenn das wieder fertig ist. Genau. Und der Block ist ja komplett. Kuppelwelle erleichtert, Kolbenpleuel, Lager, Nockenwellen, symmetrisch. Ventile. Das heißt, soll am Ende auch so Richtung 300 PS gehen? 270, 280 haltbar. Ich finde es immer wieder krass als Nicht-BMWler, wie groß dieser Motor ist, wenn man davor steht. Ja, voll geil, ne? Er sieht irgendwie riesig aus. Er ist auch groß. Für mich ist unfassbar, wenn ich einen 2.7er sehe, ich mir denke, Alter, das Ding passt ja in einen Schuhkarton. Ja. Also und in Summe ist er dann auch riesig mit allen Teilen dran. Ja, wenn du ihn wahrscheinlich auseinanderschneidest, aufklappst und dahinter machst, ist er genauso lang wie der. So. Aber ja, genau. Wahnsinn. Genau. Okay, das heißt, hiermit willst du nächstes Jahr ein bisschen die Rennstrecken unsicher machen. Ja. Wir waren ja Trackday Bilsterberg mit dem E46. Aber was Track angeht, muss ich sagen, bin ich voll im E36. Ja. Hängen geblieben. Ja, ja hängen geblieben, kann man sagen. Ja. Mhm. Und es war mein erstes Auto und ja. Hier sind wir wieder bei der Thematik. Irgendwie muss ein Rennwagen immer weiß sein, finde ich. Passt da irgendwie wieder zu. Es fehlt noch das Dekor. Ja, ja. Aber ja, da kommt noch so ein bisschen M drauf. Okay. Genau. M6. M6, ja, gibt nichts Besonderes zu sagen. Ne? Originaler M6 halt. Willst du den aber irgendwie fertig machen oder ist auch nur zum Verkaufen? Den mache ich fertig. Das ist für mich dann nächste Saison zu Eisdiele. Ein bisschen V10 fahren. V8 Pito. Das V8? Ja. Aber den gab es auch mit V10, oder nicht? Im Vorgänger.
Vorgänger, okay. Der Sauger dann. Und der ist ein bisschen anfälliger gewesen jetzt als der. Vorgänger oder nur Facelift? Nee, also Vorgänger, komplett anderes Modell. Ja, ich bin da so. Das ist ja, stimmt schon. F-Modell und das Vorgängermodell war das E-Modell. Wenn man es von hinten sieht, dann gebe ich dir recht, okay. Raumschiff. Oh, passt zu dir. Genau. Ist halt so, wenn man so vom E36-Track-Tool dann in den M6 einsteigt, ist das halt schon. Eine Anhängerkupplung mal noch ran und dann geht's gibt's ab. Gibt es Anhängerkupplung für? Weiß man nicht. Ich weiß nicht. Okay. Kann gut sein, aber ja. Aber auch mit Carbondach schon, ne? Ja. Geil. Ist das hier schwarz oder dunkelblau? Schwarz. Ach, das ist nennt sich Black Saphir. Also es ist wirklich schwarz mit viel Metallic. Ja. Weil es schon fast hier unten in der Tiefgarage sieht fast aus wie dunkelblau, ne? Ja, so ein bisschen Lichteinfall und so, ne? Aber ja, ja, es ist schon schwarz, ja. Ja, haben wir mal ein bisschen Autos gesehen. Jetzt müssen wir uns draußen noch einmal die Modellpalette angucken. Vom Profi erklärt. So, Philipp. Auf jeden Fall danke schon mal für die heilige Tiefgarage. Ja, gut. Jetzt können wir auf jeden Fall ein bisschen grübeln beim Nachhausefahren. Ja, aber wie es im TV-Kochen so heißt, ich habe da mal was vorbereitet. Und vielleicht bist du ja schon jetzt so ein bisschen BMW angefixt. Und jetzt musst du mir einfach nur kurz sagen, ohne groß zu erklären, in welchem Modell siehst du dich? Nein, also angefixt bin ich schon, seitdem wir uns kennen auf jeden Fall. Hm? Also du darfst jetzt nicht eine halbe Stunde, ne, und gucken, und was ist aus Carbon und was nicht. Einfach so. Also ich muss erstmal dazu sagen, ich habe in meinem ganzen Leben, jetzt muss ich kurz mal nachdenken, noch nie einen BMW besessen. Das ist schon mal nicht gut. Hab noch nie einen gehabt. Okay. Also ganz ehrlich, E36 muss ich wirklich sagen, bin ich. Aber pass auf, wir machen raus. Jetzt nichts an Zuständen fest, nur an der Optik. Nee, E36, ich weiß, Marius und Benny und Salem und so, die feiern ja alle E36. Weiß ich nicht. Sehe ich mich irgendwie. Siehst du dich nicht so? So, ne? Dann ist der raus. E92, extrem geil. Geiler Büffel. Weil war auch so die Zeit, wo ich halt mit dem B7 rumgefahren bin, ja. Sind die Kumpels damals so E92 gefahren. E46, meine Jugend und das Paradestück natürlich zum RS4 B5. Ja. Waren ja so ein bisschen, ja. So ein bisschen, der ist ein bisschen neuer, bisschen, ein paar Jahre. Bisschen so Steroide. Aber so ein bisschen war ungefähr gleich, ne? Ja. Ist ja noch der schön breit ist. Ja. Und so weiter. Eigentlich wollten wir euch in diesem Video auch noch ein bisschen die Modelle untereinander vorstellen. Ich denke aber, dass wir auf jeden Fall schon genug gezeigt haben. Ihr könnt ja mal die Kommentare voll ballern. Interessiert mich einfach mal, in welchem dieser drei Autos ihr mich sehen würdet. Da bin ich gespannt. Und in welcher Farbe. Und ob als Sauger, Turbo, keine Ahnung. Mal gucken. Carbon M3 1500 PS. 2000. Ja, 2000. Allrad. Nein, Spaß beiseite. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr denken würdet, welcher BMW wäre eher so mein Ding. Bin ich mal gespannt, was bei rauskommt. Und danke fürs Zuschauen. Danke, Max, dass du dir Zeit genommen hast. Finde ich extrem cool, was du hier machst. Einer danke. Muss ja die BMW-Flagge noch hochhalten. Wobei ich glaube, die BMW-Flagge muss man nicht hochhalten. Ich glaube, die BMW-Community ist, ich würde sogar fast sagen, stärker als je zuvor. Ne? Mhm. So, weil die letzten Autos sind so gut geworden, davon M2. So, ne, wie viele M2 ich kenne und so. Ja, die haben ordentlich Gas gegeben, ja. Extrem coole Szene. Ich bin gespannt, wie so ein Video bei euch ankommt, weil das Video wird auf jeden Fall die BMW-Szene ja ein bisschen mehr gucken. Ich hoffe doch. Wenn ihr Bock auf BMW-Content habt, guckt bei Max auf Instagram vorbei und guckt auch auf YouTube vorbei. Da hast du alles auch schon erklärt. Deswegen macht es ja auch keinen Sinn, dass wir jetzt in die einzelnen Sachen nochmal eingehen. YouTube ist bei mir in erster Linie ein bisschen mehr Unterhaltung als jetzt wie bei dir Hardcore-Technik. Aber wir sind gerade beim Weg finden, sage ich mal. Ihr groovt euch ein. Ja, wir gucken mal. Aber ja. Einfach mal reinschauen. BMW. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.